Die Farbenpracht dieser Sonnenbrautstaude begeistert sicherlich nicht nur Schmetterlinge und Bienen. Das Sortiment umfasst eher warme und ruhige Farben. Vom gedeckten Gelb, Orange, Braunrot bis hin zu diesen mehrfarbigen Sorten. Die Wuchshöhe variiert enorm und lässt somit ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten zu. Diese Staude mag nährstoffreichen und gut wasserdurchlässigen Boden. Der beste Standort ist sonnig bis maximal halbschattig. Für eine gute Blütenbildung ist eine ständige, leichte Feuchte wichtig. Dennoch solltest du sie niemals zu nass halten und unbedingt Staunässe vermeiden. Gedüngt wird zweimal im Jahr. So einmal im Frühjahr ab März und einmal im September. Wusstest du, damit diese Staude robuster und blühfreudiger bleibt, solltest du sie nach der Blüte zurückschneiden und so alle 2 bis 3 Jahre teilen. Das ist ganz einfach. Die Staude ausgraben, am besten mit einem scharfen Spaten halbieren oder sogar vierteln und dann einzeln wieder einpflanzen. Viele weitere Infos und noch mehr Auswahl an Prachtstauden findest du wie immer auf thom.de. Denn du weißt ja, mit Thom wird alles grün. Thom. Respekt, wer es selber macht.